Willkommen, du Liebe, zu dieser heutigen Botschaft der geistigen Welt. Es ist in jedem Fall eine Führung, dass du heute hier und jetzt zu diesem Orakel geführt worden bist. Es ist ganz gleich, ob du dieses Orakel an dem Tag heute ansiehst, wann es aufgenommen ist oder irgendwann zu einer anderen Zeit. Die geistige Welt möchte dir hier jetzt Botschaften überbringen, damit du gewisse Punkte in deinem Leben genauer ansiehst. Vielleicht hast du ja auch irgendwo offene Fragen, die du noch nicht beantwortet bekommen hast. Oder die geistige Welt möchte dich jetzt auf etwas darauf hinweisen, was jetzt im Moment für dich in deinem Leben als wichtiger Schritt anzusehen ist. Und so schauen wir jetzt einmal, was die geistige Welt dir heute für Botschaften übermitteln möchte. Es geht um dein Basischakra. Achte auf positive Gedanken um dein Zuhause, dein Beruf und deine finanzielle Situation zu beschreiben. Denn deine Worte entscheiden über das Ergebnis. Beim Basischakra geht es bei uns immer um Verwurzelung, um Themen der Geborgenheit, dass wir versorgt sind im Leben. Und wann sind wir denn versorgt im Leben? Wir Menschen sind die eigenen Schöpfer unserer Zukunft. Durch unsere Gedanken, Gefühle und unsere Worte, die wir dann sprechen und unsere Taten, die darauf folgen, erschaffen wir unser Leben. Und so weist dich die geistige Welt darauf hin. Schau mal, ich schaue, ob ich das vielleicht ein bisschen näher bringen kann. Dieser Engel hier auf dem Bild, der bringt gerade neue Samen aus auf dem Feld. Das heißt, all die Gedanken, die du aussendest, sind im Endeffekt Samen, die in deine Umwelt fallen und eine Resonanz erzeugen. Und aufgrund dieser Resonanz, diese Energie, die du aussendest, kommt die entsprechende Energie in dein Leben. Und da bittet dich die geistige Welt jetzt, neue Samen zu säen. Vielleicht waren deine Gedanken in der letzten Zeit negativ oder mit Zweifel behaftet. Vielleicht hast du auch in der vorherigen Zeit viele Probleme mit finanziellen Themen gehabt oder einfach nicht diese Fülle im Leben, die du dir gerne wünschst. Und so bittet dich die geistige Welt jetzt, neue Samen auszusäen, denn durch diese neuen Gedanken und deine neuen Gefühle ziehst du Neues in dein Leben und somit kann sich deine ganze Situation, was deine Finanzen oder eventuell auch dein Heim betrifft, deine Familie, jetzt ändern. Sähe positive Samen, bleib positiv und in einer hohen Energie, damit du das jetzt in dein Leben ziehen kannst, was du wirklich von deinem Herzen her möchtest. Und du hast so viele Seelen in deinem Leben, so viele Meister und Engelswesen, die dir beistehen in dieser Zeit der Verwirrung, in dieser Zeit des Chaos. Sie helfen dir, dich auf neue Gedankenwege zu bringen. Mächtige, liebevolle und weise spirituelle Lehrer wachen über dich und führen dich. Und ich werde dir dieses Bild jetzt ein bisschen näher bringen. Vielleicht ist ja hier ein Meister auf diesem Bild, der dich ganz besonders anspricht. Dann verbinde dich mit diesem Meister ganz besonders,
Denn er hat jetzt die Energien für dich, die dir jetzt in diesem Moment gut tun. Er spendet dir Segen, er spendet dir Führung. Verbinde dich mit diesem geistigen, spirituellen Lehrer, um einfach ein inneres Wissen zu erlangen, was jetzt gut und richtig für dich ist und um dich neu zu verbinden, um dich neu auszurichten. Du bist nicht alleine. Es sind so viele Wesen um dich, die dir helfen, die dich führen und begleiten. Die geistige Welt sagt, du sollst vergeben und lernen, indem du die Vergangenheit loslässt und heilst. Erfährst du mehr Liebe im Hier und Jetzt. Und das ist genau das, was jetzt passieren soll. Wenn du deine Vergangenheit, die ich mir vorstellen kann und die mir gerade gesagt wird, wenn in deiner Vergangenheit viele Dinge passiert sind, die dir Schmerzen bereitet haben, viele Dinge passiert sind, die dich einfach nicht das Leben ließen, was du gerne leben möchtest. Du hast vielleicht Betrug erfahren in der letzten Zeit oder Menschen, die einfach zu viel von dir genommen haben. Oder du hast vielleicht einfach auch gemerkt, dass, ja, du siehst es auch an deinem Kontostand. Wenn da immer mehr hinausgeht, wie hereinkommt, dann ist es einfach ein mehr geben als zu nehmen. Und diese früheren Situationen dürfen jetzt heilen. Die darfst du jetzt heilen, indem dass du mit Menschen, die diese Erfahrungen mit dir hatten und dieses Leid in dir verursacht haben, dass du mit diesen Menschen und Situationen jetzt in Vergebung gehst. Wenn du in Vergebung gehst, das heißt nicht, dass du gut heißt, was dieser Mensch dir getan hat. Es heißt, dass du diese Situation, die dir Schmerzen im Leben bereitet und Leid, dass du die jetzt in ein Gleichgewicht bringst. Du vergibst sozusagen diese Situation jetzt aus deinem Feld und bringst sie zurück in die Ursprungsenergie der bedingungslosen Liebe. Und so kann dieses alte Leid jetzt in dir heilen. Und wenn du jetzt diese neuen Samen ausbringst, die du säen sollst, wie auf diesem ersten Bild dieser Engel dir signalisiert, dann gehst du in eine ganz neue Zukunft mit neuen Samen, die dann auf deinem Feld der Liebe wachsen können. Und so kommt jetzt der Second Ray of Wisdom, der zweite Strahl der Weisheit zu dir. Und du siehst, wie diese Dame auf dem Bild sich vollkommen hingibt, auch den Botschaften, die sie erhält von ihrem höheren Selbst, von ihrer weisen Seele, die ihr jetzt viele Dinge mitgibt, die jetzt wichtig sind. Du trägst diese Weisheit schon in dir. Es ist schon alles in dir vorhanden, um zu wissen, was jetzt in dem Moment wichtig ist zu tun. Und so verbinde dich mit deinem höheren Selbst. Verbinde dich einerseits mit Mutter Erde, um dein Wurzelchakra zu stärken, und dann verbinde dich mit deinem höheren Selbst, um so eine Brücke zwischen der geistigen Welt und der Erde zu schaffen, um so die Dinge jetzt ins Leben ziehen zu können, die du von deinem Herzen aus dir wünschst. Ja, und in deinem Leben ist jetzt eine große Transformation.
In deinem Leben geschieht jetzt Heilung von diesen alten Themen. Schau mal auf dieses Bild, diese Farben, die Farbe der Transformation. Erzengel Zadkiel mit seiner violetten Flamme löst jetzt alles alte Leidvolle auf. Erzengel Raphael mit seinem grünen Strahl bringt jetzt Heilung in diese Situation. Du darfst dich jetzt von diesen alten Themen, die dich so belastet haben, was deine Basisenergie, dein Urvertrauen anbelangen, deine Geborgenheit, dass du hier auf der Erde vollkommen ankommst. Und du kannst natürlich erst Fülle anziehen, wenn du hier auf der Erde vollkommen angekommen bist. Also in deinem Leben geschieht jetzt eine ganz große Heilung von diesen Themen. Und man kann sehen, wie dieser Engel hier regelrecht aufblüht und wie diese Sternchen, diese Lichtcodes um ihn jetzt aufblühen. Du bekommst jetzt immer mehr Botschaften von deinem höheren Selbst, von deiner Seele, wie du jetzt alles bewerkstelligen kannst. Ich freue mich so für dich, dass jetzt in deinem Leben wirklich Altes gehen darf. Erde dich, lasse tiefe Wurzeln in Mutter Erde wachsen und erde dich täglich, am besten schon in der Früh, mache eine Meditation in der Früh und erde dich und verbinde dich mit der geistigen Welt. Es benötigt beide Seiten, dass du hier auf der Erde diese Fülle leben kannst und es bedarf gute Samen, die du säst, Samen der Liebe, Samen der Freude. Denke heute schon, wenn du dir etwas wünschst, wie es bereits in deinem Leben ist. Visioniere diese Situation, wie es sich anfühlt, wenn diese Situation in deinem Leben ist. Bedanke dich bereits jetzt, dass diese schöne Situation, diese Erfahrung, die du dir so sehr wünschst, in deinem Leben ist. Und verbinde dich auf jeden Fall mit deinem höheren Selbst, um all die Antworten zu bekommen, die du in der jetzigen Situation benötigst. Und du darfst auch gerne die geistige Welt, die dir jetzt ja so reich zur Verfügung steht, all die aufgestiegenen Meister, Engel und Seelen, die dir zur Seite stehen, verbinde dich mit ihnen, spreche mit ihnen, bete zu ihnen und sage, was du möchtest. Sie sind zuhauf bei dir da und wollen dir helfen, diese alte Situation, die du nicht mehr haben möchtest, jetzt zu verlassen. Und du bist schon in der Phase der Heilung. Jetzt, in dem Moment, wo du diese Botschaft bekommst, bist du schon in der Phase der Heilung. Somit geh jetzt positiv deinen Weg weiter. Verbinde dich nach oben und unten und sähe gute Samen in deinem Garten und pflege diese Samen immer wieder mit positiven Gedanken. Und so wirst du jetzt in ein wundervolles neues Leben gehen dürfen, in dem sich alte Dinge, die dir Leid bereitet haben, jetzt in deinem Leben heilen dürfen. Ich wünsche dir für die Zukunft alles, alles Liebe und Gute. Und ich bedanke mich für dein Vertrauen, dass du hier diese Botschaft hier auf meinem Kanal besucht hast. Alles Liebe, deine Victoria Antaria.